I just wanna fight for a cause. If I get to know my purpose, I don't know if I like it or not. Gotta know that you're the answer when I'm searching my mind, I forgot. When I'm walking through the fire, I just look toward the light when it's hot. Herzlich willkommen zurück bei The Right Side of Life, heute aus Kanada. Wir haben unseren Land Rover Defender von Hamburg in Deutschland nach Halifax in Kanada verschifft und sind hinterhergeflogen. Da wir beide in Deutschland arbeiten, haben wir die Reise quer durch Kanada in zwei Etappen aufgeteilt. Diese Dokumentation fasst alle Reise-Highlights zusammen, von Halifax an der Ostküste bis Vancouver Island an der Westküste. Schön, dass ihr uns bei diesem unvergesslichen Abenteuer entlang des Trans-Canada Highways begleitet. Viel Spaß und Film ab! Da wir in Halifax um 20 Uhr angekommen sind, haben wir uns für die erste Nacht erstmal ein Hotel genommen, da der Zoll logischerweise um diese Uhrzeit nicht mehr geöffnet hatte. Am nächsten Tag sind wir also schnurstracks vom Hotel zur Zollbehörde gelaufen, um unsere Importdokumente für das Fahrzeug abzuholen. Sowohl die Agentin vor Ort von Overlander Shipping als auch das Zollpersonal waren super freundlich. Und innerhalb kürzester Zeit hatten wir alle Unterlagen und konnten unser Taxi zum Hafen bestellen. Ein bisschen special hier, sind zwei Reihen und der war nirgendwo zu sehen, aber natürlich steht er ganz vorne, so wie sich das gehört, mit Fenster runter. Ja, aber sieht gut aus, tipptopp, sehr, sehr schön. Bis jetzt alles, wie wir es gelassen haben, müssen wir mal reinschauen. Gute Neuigkeiten, wir sind jetzt gerade am Hafen in Halifax angekommen und unser Auto ebenfalls. Ich meine, wir haben es vor einer Woche schon durch den AirTag gesehen, aber das Ganze jetzt nochmal live zu sehen, ist natürlich viel schöner. Kathi klettert gerade schon hoch. Im Auto ist alles so, wie wir es hinterlassen haben. Jetzt natürlich noch die Frage, wie es in der Dachbox aussieht, aber bisher soweit alles ganz smooth. Und alles noch da? Ja. Die habe ich da reingetan. Für wen? Für dich? Ja, ja. Hast du die dir? Ja. Geil. Alles klar. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf die Custom Clearance warten. Da kommt gleich wohl jemand runter. Und dann können wir das Fahrzeug auch eigenständig vom Hafengelände fahren. So, wie ihr hinter mir sehen könnt, haben wir jetzt unseren ersten Campspot hier in Kanada in Halifax bezogen. Es war gar nicht so einfach, weil das hier echt alles total eng bebaut ist. Aber wir haben einen ganz schönen Platz gefunden, wie ich finde, für heute Abend. Und wir haben auch schon was Kleines vor und das zeige ich euch jetzt. Was Kathi hier gerade auspackt, ist das Star Mount. Das ist ein Befestigungssystem für das Satelliteninternet Starlink von Elon Musk, das wir uns vor der Reise bestellt und im Defender nach Halifax verschifft haben. Die Halterung kam kurz vor knapp, einen Tag vor Abflug, und deswegen haben wir die im Aufgabegepäck mitgenommen. Und meine Aufgabe besteht jetzt darin, dieses Starlink-Satellitensystem auseinanderzuschneiden, damit es dann in die Halterung passt, die wir uns bestellt haben, und diese Halterung dann auf dem Fahrzeug montiert werden kann.
damit wir überall Internet haben, egal ob Mobilfunkmasten in der Nähe sind oder nicht. So, es ist vollbracht. 19.06 Uhr in Kanada, 0.06 Uhr in Deutschland. Das Starlink wurde in der Wildnis erfolgreich auseinandergeschnitten und montiert. Das Ganze ist noch nicht auf dem Fahrzeug angebracht, aber das machen wir dann morgen. Aber das Internet läuft schon mal. Das heißt, in den nächsten Tagen steht hier arbeitsmäßig nichts im Weg. Ich freue mich schon mal riesig, dass es geklappt hat, dass nichts kaputt gegangen ist. Und wir räumen jetzt noch ein bisschen zusammen und dann sehen wir uns morgen. Campingreise durch Kanada. Ihr habt euch mit Sicherheit schon gefragt, was das nächste Ziel unserer Reise ist. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu den Hopewell Rocks. Das ist so das kurzfristige Ziel, würde ich sagen. Mittelfristiges Ziel sind die Niagara-Fälle und da treffen wir Tom, meinen Freund aus Florida, der mit seinem Camper hochgefahren ist. Wir suchen erstmal die nächste Etappe schaffen. Viel Spaß! Herz hat gerade höher geschlagen. Wir sind nämlich hier bei der Outdoor World oder den Bass Pro Shops. Das ist ein richtig spannender Laden. Da gibt es alles, was das Outdoor Herz begehrt. Und wir nehmen euch jetzt mal mit da rein, weil ich spontan hier gerade entdeckt habe. So, natürlich hat Kathi es nicht geschafft, den Laden zu verlassen, ohne was zu kaufen. Aber es ist auch wirklich cool. Das ist so eine dichte Tasse, wo man sein Kaffee transportieren kann, wenn wir fahren und das was rausschwappen. Jetzt haben wir leider keine Sicherung. Nicht gegenüber schauen, weil wie ist das Canadian Tires, ne? Machen wir es mal. Wir sind fündig geworden. Das heißt, wir haben heute Abend wieder Licht. Was gibt es denn heute Abend Leckeres zu essen? Erzähl mal. Es gibt Gnocchi. Ja. Spargel, grüner Spargel. Mhm. Und Champignons. Mit einer Käse-Sahne-Soße. Das schmeckt sehr lecker.
sind jetzt mal einem kleinen Waldweg hier gefolgt, kurz vor der Heartland Bridge. Leider endet der Weg hier, aber es gibt einen kleinen Trampelpfad, der runter zum Wasser geht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir müssen in die Richtung. Safety first hier. Die nächste Attraktion auf unserer Liste der kanadischen Sehenswürdigkeiten ist die Heartland Bridge. Das ist Kanadas längste verkleidete Brücke und da fahren wir jetzt mal gemeinsam durch. Eine ganz schöne Ecke hier. Wir wären noch fast bis zum Fluss gekommen. Aber das ist kleine nervige Shit. Und weil wir ja gute kanadische Touristen sind, halten wir uns natürlich auch daran. Wir suchen uns einen anderen Schlafspot für heute Abend. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenke uns doch gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Es kostet nichts und hilft uns sehr. Wir befinden uns immer noch auf unserer Reise durch Kanada mit unserem nächsten größeren Ziel, den Niagara-Fällen. Bevor es dahin geht, müssen wir allerdings erstmal die Provinz Quebec durchqueren und machen dabei ein paar Städtereisen durch Montreal und Toronto. Viel Spaß! So, wir sind jetzt in Quebec Altstadt angekommen. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen nervös, das Auto hier stehen zu lassen. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Stadterkundung. Quebec hat so viel Style, da wird sogar das Subway an die CI der Stadt angepasst. Nach einer kleinen Stärkung und einer kurzen Stadtwanderung durch die schöne Altstadt von Quebec haben wir uns auch schon auf den Weg nach Montreal gemacht und sind dabei noch durch Zufall an dem Wasserfall Chaudière vorbeigekommen. Doch der Tag sollte noch eine weitere Besonderheit für uns bereithalten. Dieses private Feuerwerk, bei dem wir durch Zufall bei unserer Nachtfahrt vorbeigefahren sind, konnte sich doch wirklich sehen lassen.
war unser Schlafplatz für die letzte Nacht. Direkt da unten ist ein Bootsanleger. Und ungefähr da, wo der Jeep gestanden hat, haben wir gestanden, weil wir sind gestern sehr spät angekommen, irgendwie 22, 30. Ja, haben uns heute Morgen erstmal da wegbewegt, ne? Damit ihre Boote ins Wasser lassen können. Aber kein Problem, ich war nämlich eh um 3 Uhr wach, weil ja da schon in Deutschland 9 Uhr war, um ein bisschen zu arbeiten. Hier noch mein lausiger Versuch, per Spureinstellung dafür zu sorgen, dass der Defender nicht mehr nach rechts sieht. Hat natürlich nichts gebracht. Wer Tipps hat, gerne her damit. Das war unser kleiner Zwischenstopp in Montreal. Ich hoffe, das hat euch genauso gut gefallen wie uns. Echt irre, wie nah hier alte und neue Architektur beieinander stehen. Jetzt geht es noch mal kurz in den grünen Teil der Stadt und dann geht es auch schon weiter nach Toronto. Die nächste Campingnacht haben wir ein wenig außerhalb von Montreal direkt neben einem Baseballstadion am Fluss verbracht. Auch diesen Schlafplatz hat Kati wieder mit der App Park4Night gefunden. Zum Frühstück gab es Pancakes und dann ein paar Videocalls zu deutscher Zeit. Nachdem wir aufgebrochen sind, haben wir noch schnell unsere Wassertanks an einer örtlichen Tankstelle aufgefüllt und dann hat Kanada uns wieder einmal spontan mit einem besonderen Fleckchen Erde in seinen Bann gezogen. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Toronto und haben uns noch spontan für eine kleine Schifffahrt entschieden, um hier im Nationalpark der Thousand Islands mal das alles anzuschauen. Leben, ne? Also ich glaube, ich habe ein paar der schönsten Wohnhäuser gesehen, die ich bis jetzt irgendwo entdeckt habe. Tolle Gegend. Neuer Tag, neues Glück. Heute geht's nach Toronto. Endlich in Toronto angekommen, nach langer, langer Fahrt. Und die Kathi erzählt euch jetzt mal, was das Besondere an dem Verkehr hierhin war. Ja, es ist ziemlich cool gemacht hier. Und zwar gibt es auf dem Highway in der Mitte eine Express Lane. Das sind 3 Spuren pro Richtung. Und da gibt es dann erstmal keine Aus- und Abfahrten. Und dann gibt es nochmal separat jeweils außen davon die sogenannten Verteiler, wo dann wirklich die Aus- und Abfahrten drin sind. Und das ist echt ganz cool. Also funktioniert sehr gut. Man kann in der Mitte richtig schön Gas geben und wird kaum gestört. Man hat einen sehr konstanten Verkehr.
Toronto. Was eine Stadt, oder? Mit knapp 3 Millionen Einwohnern ist sie die größte Stadt Kanadas und das fühlt und sieht man aufgrund der kulturellen Vielfalt an jeder Ecke. Wusstet ihr, dass die Kanadier in Toronto Downtown eine eigene Unterwelt namens Path haben? Ist es draußen zu heiß oder im Winter zu kalt, kann hier auf knapp 30 Kilometern Tunnelsystem alles erledigt werden. Vom Essen bis Shopping. Wir reisen ja gerade Ende Juni 2023 durch Kanada und von den vielen Waldbränden, die aktuell wüten, haben wir zwar noch keinen gesehen, dafür aber sehr wohl die schlechte Luft, als wir Toronto verlassen. Unser Auto hat auch definitiv eine Wäsche verdient und so spendieren wir unserem Defender eine Reinigung mit dem besonders farbenfrohen kanadischen Schaum eines Waschhofs. Danach geht es auch schon zu den Niagara-Fällen oder besser gesagt zu Tom und Daniela, die wir hier hinter der Grenze in den USA treffen wollen, um am nächsten Tag gemeinsam die Niagara-Fälle auf Seiten der USA zu besuchen. Die USA und Kanada verbindet hier nämlich nur eine Brücke. Bis auf unseren Kaktus aus Norwegen haben die Grenzbeamten nichts zu beanstanden. Und so sind wir mit nur einer Stunde Verzug bei Tom und Daniela. Diese Nacht war unsere erste Nacht auf einem Campingplatz seit unserem Antritt des Kanada-Roadtrips. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Tom für die Einladung. Wir waren am nächsten Tag so nah an den Niagara-Fällen, dass wir unseren Fuß ins Wasser strecken konnten. So sieht das übrigens aus, wenn wir spülen. Dann mache ich mir so ein bisschen Wasser in den Korb oder Kati und dann kommt hier Wasser raus. Und dann kann man hier eine Runde spülen. Nach der ersten Nacht auf dem Campingplatz überraschen Tom und Daniela uns zu Tagesbeginn direkt mit einem ganz besonderen Leckerbissen. Guten Morgen. Können wir auch anfangen? Ja. Especially delicious. I think I can empty the bag alone. It's just for you. And bananas too. So, aktuell fahren wir die ganze Zeit mit dem Starlink vorne auf der Motorhaube rum. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Also zum einen ist es nicht besonders sicher mit dem Spanngurt, zum anderen sieht man das direkt, könnte es wegnehmen. Und deswegen wollen wir es jetzt auf der Dachbox montieren. Und das machen wir jetzt mal. Mitten im Wald, machen einen Starlink drauf, machen auch eine schöne Solarplatte drauf. Er bohrt, viel macht und alles, aber hat das Ding hier noch nie benutzt. Ne? Macht alles nur mit Augenmaß, so ein richtiger deutscher Fachhandwerker. Du musst wie? Beide ganz schwer am Arbeiten. Die Chefin schreibt ein Tagebuch hier. Mal schauen, ob wir spitzeln können. René, was machst du gerade? Die letzten zwei Löcher bohren. Und wie hast du das gemessen? Der Augenmaß. Ach, deutsches Augenmaß hat er benutzt. Kurz einmal rangehen. Jetzt muss auch noch arbeiten, mitten im Urwald hier. Schön mal mit Gefühl von manchmal. So, Starlink ist drauf. Jetzt kommt's noch aufs Auto. Fertig, jetzt geht's zu den Niagara-Fällen. Offiziell die erste Aufnahme mit dem Mikro und Windschutz. Ich hoffe, es ist besser. Wir sind jetzt gerade bei den Niagara-Fällen angekommen. Einmal ein bisschen beeilen. So, wir gehen jetzt erst was essen. Und dann laufen wir noch einen kleinen Trail. Und dann geht es auch schon zu Niagara-Fällen, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht. Hier etwas Vegetarisches zu essen zu finden, war gar nicht so einfach wie gedacht.
Nach einigen Anläufen sind wir aber dann doch bei Seva Kitchen und Bar fündig geworden. An den Niagara-Fällen angekommen. Tom ist so ehrenhaft und filmt das Ganze mal, damit wir zusammen drauf sind. Ja, wir schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Es gibt verschiedene Wege, unten her, oben her, und wir gehen jetzt mal direkt zum nächsten Viewpoint. Näher ran als jetzt werden wir offiziell nicht mehr kommen. Zurück im Camp haben wir mit Tom und Daniela noch einmal gemeinsam gekocht, bevor wir die beiden auf ihre Weiterfahrt nach Boston verabschiedet haben. Danke, dass ihr extra den Weg von Florida bis zu den Niagara-Fällen auf euch genommen habt. Guten Morgen auf unserem 9. Tag unserer Reise, ursprünglich ja der Kanada-Roadtrip. Die letzten 2 Tage haben wir aber hier in den USA verbracht, zusammen mit Tom und seiner Freundin Daniela. Wie ihr sehen könnt, sind die schon abgeweist, und Katja hat sich heute Morgen den Preis für die beste Freundin mit einem Ei-Bagel verdient. Es ist jetzt ja nur auf. Und dann geht's wieder zurück über die Grenze in den USA und wir führen unseren Trip durch Kanada. So, wieder ein erfolgreicher Grenzübertritt. Diesmal von den USA nach Kanada. Ich muss persönlich sagen, dass das Grenzpersonal in Kanada wesentlich freundlicher ist. Der Typ hat erstmal ein paar Blumen für unser Auto da gelassen, hat uns eine schöne Reise gewünscht, hat sich noch total gefreut, dass wir über Halifax eingereist sind. So macht der Grenzübertritt Spaß. Hier hat die Arbeit gerufen und wir haben aus unserem Tisch-Laptop-Setup nochmal alles rausgeholt, was ging, und Freitagnachmittag und Samstagmorgen richtig Gas gegeben. Dann haben wir unsere 7 Sachen gepackt und sind aufgebrochen zu einem von Kanadas ersten Nationalparks. Was ein Campspot, oder? Ich finde, das ist einmal mehr der Beweis dafür, dass es sich schon lohnt, seine eigenen Äuglein anzustrengen und auch mal bei Google Maps zu gucken, neben den Apps iOverlander und Park4Night.
Guten Morgen hier vom Ausläufer des Lake Huron. Ja, wir haben tatsächlich zwei Nächte an diesem wunderschönen Stellplatz verbracht. Und wie ihr hört, läuft das Auto. Das war aber nicht selbstverständlich, weil dadurch, dass wir zwei Tage hier geblieben sind, haben wir auch doppelt so viel Strom verbraucht wie sonst. Und das Starlink, was wir jetzt auf dem Dach haben, verbraucht dann doch mehr als unsere anderen Verbraucher oder als wir gewohnt sind. Ich konnte aber mit der Soundbox-Batterie, unsere Starterbatterie, laden. Weil die Soundbox-Batterie hat auch 12 Volt und wenn man die verbindet, dann gibt die halt ein bisschen Strom ab. Na, jetzt läuft der Motor wieder. Heute geht's zu Greg's Cave, kurz bevor wir wieder ans kanadische Festland übersetzen. Auf dem Weg zu Greg's Cave sind wir gerade in einem kleinen Town Wyarton vorbeigekommen, an einem kleinen Städtchen. Das sah so interessant aus, dass wir jetzt mal schauen, was hier alles zu entdecken gibt. Erst jetzt im Schnitt ist mir aufgefallen, wie wenig Aufnahmen wir vor Ort gemacht haben. Es gab in Wyarton auf jeden Fall wesentlich mehr zu stöbern, als wir hier zeigen. Naja, jetzt aber zu Greg's Cave. Das waren Greg's Caves. In Sternen eher so eine 3 von 5. Mit $30 war der Eintritt für solch simple Höhlen und einen Viewpoint doch recht happig. Jetzt versuchen wir unser Glück aber im Bruce Peninsula National Park. Wir wollten eigentlich in den Bruce Peninsula National Park. Leider braucht man dafür eine Reservierung. Hätten wir auch nicht gedacht, hier so gefühlt mitten im Nirgendwo. Deswegen sind wir jetzt im Visitor Center und schauen, ob wir noch was reserviert bekommen. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah. So, das Ergebnis aus dem Visitor Center, man braucht tatsächlich eine Reservierung. Die kann man online machen, den Link blende ich euch mal eben unten ein. Für uns gibt es am heutigen Tag leider keine Möglichkeit mehr zu reservieren, aber wir haben jetzt so ein Permit bekommen von der Dame an der Rezeption vom Visitor Center. Das heißt, wir können unser Auto hier direkt am Visitor Center stehen lassen und jetzt von hier ein Stück des Trails gehen. Aber für euch auf jeden Fall die klare Empfehlung und auch für uns für die nächsten National Parks vorher reservieren, dann kommt man auch rein. Could be a Romeo, tell them boys back up. I ain't going nowhere. I'ma fight that back up. Put it on your story so all your friends see it. Everyone can see it, yeah. Das ist der Weg, den wir heute den ganzen Tag hochgefahren sind. Hier in Tobermory haben wir übergesetzt und sind jetzt hochgefahren mit der Fähre bis nach South Baymouth. Und dann durchqueren wir hier noch eine kleine Inselgruppe, bevor es wieder aufs kanadische Festland geht. Neben den geplanten Reise-Highlights schauen wir auch immer spontan nach Attraktionen, die Google Maps vorschlägt. Dieses Mal wurde uns die Perivale Gallery in Spring Bay empfohlen. Mein persönliches Highlight: John Wick als Glasmalerei. Idyllisch gelegen ist sie absolut empfehlenswert für alle Kunstinteressierten.
guten Morgen aus Little Current. Wir hatten wieder einen wunderschönen Stellplatz. Den haben wir gestern als Empfehlung bekommen von einer Werkstatt, wo wir waren, direkt gegenüber von der Brauerei. Es war wirklich ein super Tipp, hier direkt neben dem Kraftwerk konnten wir in Ruhe stehen. Ein anderer Camper hat die Nacht auch noch mit uns hier verbracht. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir müssen tatsächlich mal waschen und wieder ein Canadian Tire anfahren. Das ist ja hier so das ATU von Kanada. Sehen uns da. Die ersten 14 Tage unserer Reise sind rum und das bedeutet Wäsche waschen. Während die Wäsche läuft, besuchen wir noch kurz einen Canadian Tire und schon kann es weitergehen. Wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz landen wir dieses Mal im Reservoir der Serpent River First Nation. Das ist ein Territorium von Ureinwohnern Nordamerikas, von denen es in Kanada über 570 Stück gibt. Wir wurden herzlich empfangen und sogar bis zu einem geeigneten Campspot begleitet. Mittlerweile sind wir in der Stadt Sault Ste. Marie angekommen. Bei einem lokalen Autopolierer haben wir neue Sticker für das Auto bestellt, die allerdings über Nacht trocknen müssen. Deshalb fahren wir einen entlegenen Campspot ganz in der Nähe an, um morgen früh nur einen kurzen Weg zu haben. Die Anfahrt zum Campspot gestaltet sich allerdings sehr abenteuerlich. Guten Morgen, ein kleines verschlafenes Update hier mitten aus dem Wald. Die lange Fahrt hat sich gelohnt, wie ihr gesehen habt. Wir haben ein ziemlich schönes Plätzchen gefunden und haben gestern Abend noch das Auto fleißig abfoliert. Was da jetzt heute stattdessen drauf kommt, das werdet ihr gleich sehen. Und wir haben zusätzlich noch ein Doppelbatteriesystem angeschlossen. Das zeige ich euch auch noch bei Zeiten. Das heißt also eine zweite Autobatterie noch zu der bisherigen Verbraucherbatterie ergänzt, damit uns morgens nicht mehr diese 0% anlachen. Und wir auch mal ein bisschen länger arbeiten können mit den Laptops. Ein weiterer Stopp, ein weiterer Meilenstein. Wir sind jetzt gerade genau auf der Hälfte des Trans-Canadian Highways angekommen, also der einzigen Bundesstraße, die komplett vom Osten Kanadas zum Westen Kanadas geht.
Nach unserer Tour zu Pancake Bay machen wir uns auf den Weg zu den Agawa Rocks. Hier kann man live Steinzeitmalereien bewundern, nachdem man einen abenteuerlichen Weg direkt am Meer entlang geklettert ist. Mal wieder Wasser auf. Esso-Tankstellen sei Dank, das ist wirklich hier der Geheimtipp in Kanada. Da gibt es total häufig so Wasseranschlüsse. Der rechte Gebäudeseite, wenn man davor steht. Meistens nicht ganz dicht. Kostenlose Dusche. Ja, jetzt machen wir schnell mal wieder alle Tanks voll. Wir sind jetzt gerade am White River Airport und hier stehen ganz viele Wasserflugzeuge. Ein kleiner Traum von mir, da mitzufliegen, und die haben uns gerade verraten, dass die verschiedene Sachen machen. Also klar, zum einen machen die Tourists Flight, also sozusagen Taxiflüge für Leute, die interessiert sind, aber das ganz wenig, was sie hauptsächlich machen. Deswegen stehen noch 50 Autos auf dem Parkplatz, ist, dass die hier Leute, also andere Kanadier und Touristen rausfliegen auf die ganzen Seen, die es in Kanada gibt. Dann setzen die da ab, damit die eine Woche fischen können, ganz in Ruhe an ihrem See, und verbringen dann die Nacht in der Lodge. Ja, und dann holen die eine Woche später wieder ab. Und was sie sonst noch mit den Wasserflugzeugen machen, ist, Holz zu diesen Lodges zu bringen, damit man sich die überhaupt erstmal am See bauen kann. Super spannend, oder? Guten Morgen von der Kajak-Tour bei Simpson Island. Wir haben es tatsächlich geschafft, heute uns mal, eigentlich nur für einen halben Tag, aber vielleicht auch für den ganzen Tag, mal gucken, was hier ergibt, einen Kajak zu leihen und erkunden jetzt mal hier zusammen die Gegend. Wir haben jetzt das Kajak hier geparkt. Konnte einigermaßen okay vom Wasser sehen, dass hier der Trail beginnt. Das hat uns vorher der Guide gesagt. Hier ist das Schild. Ja, und jetzt wandern wir mal eine Runde. Den Lookout über Rossport. Wie ihr gesehen habt, haben wir das Ende des Trails gefunden, so mit dem Lookout. Und ich kann euch sagen, die Wanderung lohnt sich, also hört gerne auf den, wie heißt der, Zack? Hört gerne auf den Zack. Wenn ihr euch ein paar Tipps gibt mit der Karte, hier können wir auf jeden Fall empfehlen. Die Halbtagestour reicht auch, sehr anstrengend gewesen, und jetzt machen wir uns auf den Rückweg.
Heute Nacht schlafen wir das zweite Mal seit Reisebeginn auf einem Campingplatz, weil wir im Sleeping Giant Provincial Park sind, also ein Nationalpark, und da ist Freischnee nicht so gern gesehen. Aber Katja hat einen wunderschönen Platz rausgesucht und warum zeige ich euch jetzt. Also wie ihr seht, stehen wir hier und das ist jetzt der Weg zum Wasser. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein von der Distanz zum Wasser. Jetzt gibt es aber erstmal Abendessen und ich arbeite noch an einem neuen Intro für den Kanal. Hier seht ihr das Haupthaus des Marie-Louise Lake Campgrounds innerhalb des Sleeping Giant Provincial Parks. Inmitten des Campingplatzes gibt es hier einiges zu entdecken. Von einem Museum mit den dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten über liebevoll gestaltetes Merchandise bis hin zu einer 3D-Karte, mithilfe derer man ein wesentlich besseres Verständnis für den Sleeping Giant erhält. Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben unsere erste Nacht im Sleeping Giant Provincial Park ganz gut überstanden. Der Campingplatz war relativ basic, aber wir sind das ja gewohnt. Und jetzt befinden wir uns gerade auf den ersten Metern unserer Wanderung. Schauen wir mal, ob wir es bis auf den Sleeping Giant drauf schaffen oder ob wir eine kleine Abkürzung nehmen. Guten Morgen, wir waren gestern nach der Wanderung ziemlich fertig. So fertig, dass wir kein Status-Update mehr aufgezeichnet haben und sogar vergessen haben, das Hutdach zuzumachen, als wir so gut, ich würde mal sagen, 8 Kilometer über Stock und Stein gefahren sind. Hat aber alles gehalten, ist alles gut gegangen. Wie ihr seht, hatten wir auch einen sehr schönen Schlafplatz, eine tolle Aussicht. Das einzig Doofe ist, du, hier wurde ziemlich viel Müll hinterlassen. Und da kümmern wir uns jetzt noch drum, bevor wir abreisen. Ein Schlafplatz bei Google Maps auserkoren, aber der liegt hinter dieser umgefallenen Tanne. Deswegen versuchen wir die jetzt mal wegzuziehen. So, wir haben ja leider noch keine Winde, aber wir haben ein Abschleppseil und das sollte sich dafür eigentlich auch eignen. Machen wir jetzt an der möglichst äußeren Punkt der Tanne fest, weil wenn ich jetzt nach hinten fahre, dann wird die ja zu uns gezogen und wenn ich das ausfest mache, dann zieht sich das im Idealfall. Wir müssen wohl noch ein Stück näher kommen. Bisschen zu kurz. Wenn man solche Seile benutzt oder eine Winde benutzt, dann soll man immer was auf das Seil drauflegen, damit, wenn das spannt, das schwere Teil, was abreißen könnte, halt nicht Richtung Windschutzscheibe fliegt, sondern immer nach unten wegfliegt. Da reicht schon die Jacke oder sowas und das machen wir jetzt auch. Die schöne Decke. Die schöne Decke. Na gut. So, und natürlich alle aus der Schleuderrichtung. Deswegen steigen wir jetzt ein. Na gut. Also der Baum scheint noch relativ fest zu sein an der Wurzel oder wo auch immer er da links festhängt. Kannst du von hier sehr, sehr schlecht sehen. Aber wir haben es zumindest geschafft, den Baum so ein bisschen in unsere Richtung zu ziehen. Und vielleicht reicht es sogar schon aus, um jetzt drüber zu fahren.
take my breath away. Get a little closer every step I take. My time, my money, my ease. Take it all from me till it ain't nothing left, okay. I got a brand new feeling. Take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it trying to live. Erzähl mal, warum sind wir da nicht stehen geblieben? Wenn wir schon nichts für den Campingplatz zahlen, dann wollen wir wenigstens was da stehen. I was lost but now I'm found. Right here deep inside your love. Know you move on your own time. Just don't make me wait. Da ist auf jeden Fall der See. Reach out to me, take me higher, yeah. Take me higher, yeah. Take me higher than I have reached in heaven before. Take me high, yeah. Take me high, yeah. You'll be lost in the clouds with the angels who found we were so going higher, higher, higher. Come take me high. Update. Seit den letzten Aufnahmen sind es ungefähr 100 Windstärken mehr geworden und wir haben es wieder geschafft, in einem First Nation Reservat zu landen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn gerade ist jemand vorbeigekommen und sagte, hey, erstens, wir dürfen hier stehen bleiben zum Campen, was super cool ist, weil das normalerweise eigentlich nur den First Nation Mitgliedern vorbehalten ist. Und das zweite ist, heute Abend findet hier ein Powwow statt. Und was das ist, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ich glaube, man hört es wahrscheinlich noch ein bisschen im Hintergrund. Ist auf jeden Fall ganz spannend, da zuzuschauen. Ein paar Leute tanzen auch drumherum, aber so wahnsinnig viel los ist jetzt auch nicht. Aber sie haben uns gesagt, dass es morgen wahrscheinlich noch eine größere Fete hier gibt. Beziehungsweise ein, wie hieß es? Ein Wow-Pow? Pow-Wow. Ein Pow-Wow, so. Genau. Das werden wir leider nicht erleben, aber ich war trotzdem gespannt. I've been down the wrong road. And I've been all alone, drinking whiskey at the bottle, honey, trying to drown all these sorrows. Only thing that I know, if it glitters, it ain't gold. I just let my heart break and trade that for a good song. So, wir sind jetzt kurz vor Winnipeg. Das heißt, von unserer Strecke her, der ersten Etappe, sind wir jetzt kurz vor Ende oder in Winnipeg dann eigentlich am Ende. Wir fliegen zwar erst in 5 Tagen nach Halifax und dann von dort aus einen Tag später zurück nach Deutschland, aber wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen, sowas wie Wäsche waschen, vielleicht auch nochmal das Auto waschen und genau, wir wollen uns natürlich auch nochmal Winnipeg anschauen und deswegen fahren wir jetzt schon in die Stadt rein. Drückt uns die Daumen, dass wir in der Stadt auch noch einen Schlafplatz finden. Im Zweifel fahren wir nochmal ein bisschen nach draußen, aber wir sind da eigentlich ganz guter Dinge. Und genau, unsere erste Mission für Winnipeg ist auf jeden Fall erstmal eine Dusche zu finden. Und wir versuchen es mal bei einem Schwimmbad. Und zwar scheint es hier in Kanada so zu sein, dass die Schwimmbäder alle umsonst sind. Das heißt, man kann da eigentlich ganz gut schwimmen gehen und die Duschen nutzen. Und das Angebot, das nutzen wir heute sehr gerne mal aus. Trying to find a silver lining in these bad decisions. Blind to that writing on the wall, that's where the future written. Yeah, never been the best with my emotions. Nonetheless, the door was open. Mission erfolgreich, wir sind frisch geduscht. Seeming clear to me, years might just be some false hoping, but this is give and take, the love that went away. Disintegrate a product of them things we didn't say. So I'm breaking the hardest, but honestly, I don't think that I can say that in exchange is what the wrong would be a penny lane. I've been down the wrong road. And I've been all alone, drinking whiskey at the bottle, honey, trying to drown all these sorrows. Only thing that I know, if it glitters, it ain't gold. I just let my heart break and trade that for a good song. I've been down the wrong road, and I've been all alone.
Ja, wie ihr gesehen habt, ist uns die Schlafplatzsuche gelungen. Wir sind jetzt hier eigentlich mitten in Winnipeg, ganz in der Nähe von dem Spa, wo wir morgen hinwollen. Und wir haben tatsächlich einen Schlafplatz bekommen. Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist kein Parkplatz, das ist kein Park. Das ist einfach eine gut geschnittene Wiese zwischen ganz vielen anderen Grundstücken. Direkt neben uns ist ein Golfplatz. Ja, ich habe schon zwei, drei Wildtier-Encounter gehabt. Es wird erstmal noch Part 4 vom nächsten Kanada-Video geschnitten. Kati kocht ganz fleißig und wir sehen uns morgen wieder. Unser letzter Urlaubstag ist so gut wie rum. Wir waren in der Terme oder Termi. Ich blende mal den Namen ein, ist auf jeden Fall mit zwei Punkten über dem E. War mega schön. Wenn ihr mal in Winnipeg seid, kann ich euch das als Spa auf jeden Fall empfehlen. Wir ziehen jetzt auf einen Campingplatz, weil wir tatsächlich jetzt für die nächsten Tage Strom brauchen. Also eigentlich sind wir immer remote unterwegs und stehen frei. Aber vier Tage am Stück arbeiten, werden unsere Batterien nicht schaffen. Im Schnitt immer so 30 Stunden Strom über das Doppelbatteriesystem, und da wir ja zwischendurch jetzt nicht fahren, sondern an einem Platz bleiben, macht es total Sinn, sich da an den Strom auf dem Platz anzuklicken. Ja, jetzt gerade müssen wir aber noch mal eben warten, bis dieser wahrscheinlich ungelogen 15 Kilometer lange Zug an uns vorbeigerasselt ist. Das ist ja in Kanada ein bisschen was anderes als in Deutschland, und dann können wir unser Nachtlager auch schon aufschlagen. Das ist unser professionelles Strom-Raincover. Zwei Müllbeutel und ein Connector zum Auto. So, nach einem 10-stündigen Arbeitstag, einer Runde Joggen und Duschen, haben wir gedacht, wir gönnen uns mal Donuts. Dann steht erstmal sold out. Bin ich trotzdem reingegangen, weil mehr als nein kann man ja nicht kriegen, und es hat sich gelohnt. Wir haben noch ein paar Donuts bekommen. Arbeitstag erfolgreich gemeistert. Wir sind ein bisschen müde, aber dennoch lassen wir uns die Chance nicht entgehen, uns noch ein bisschen hier in Winnipeg auszutoben und Sachen zu erkunden. Was ihr hier hinter mir sehen könnt, ist das Canadian Museum of Human Rights, und das sieht allein schon von außen ziemlich eindrucksvoll aus, und da wollen wir jetzt mal reingehen.
So, wir sind noch relativ weit unten. Bisher ist es schon super eindrucksvoll. Aber, wie ihr sehen könnt, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir sind jetzt am höchsten Punkt von dem kanadischen Museum für Menschenrechte und es ist wirklich eine beeindruckende Ausstellung. Also selbst wenn man sonst nicht so auf Museen steht, dann ist hier glaube ich für jeden was dabei, weil die haben sich so viel Mühe gegeben, das interaktiv zu inszenieren. In diesem Gebäude hängen bestimmt 2500 Beamer und unglaublich viele Touch-Displays und man hat auch ganz viel Möglichkeit selbst mitzuwirken und seine eigene Geschichte hier zu teilen oder andere Dinge zu kommentieren. Also wir sind der Empfehlung ja gefolgt von verschiedenen Tourguides und wir können euch das auch nur wärmstens ans Herz legen, hier in Winnipeg mal in dem Museum vorbeizuschauen. Unglaublich, dass du noch so fleißig arbeitest. 2.30 Uhr angefangen, wie viel haben wir jetzt? In Deutschland? Nee, bleiben wir bei der kanadischen Zeit. In Deutschland ist auch fast 2.30 Uhr. Also 24 Stunden gearbeitet. Nee, kanadische Zeit kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Let me have a look. 18.46 Uhr. Ja. 18.46 Uhr. Das ist zu lang. Fleißiges Bienchen. Wir haben es tatsächlich geschafft. 4.825 Kilometer und 5 Provinzen in Kanada später sind wir an unserem ersten Etappenziel Winnipeg angekommen. Robert und Crystal, denen das Grundstück hier gehört, wo wir unser Fahrzeug stehen lassen können, haben uns super herzlich willkommen geheißen. Und wir gehen jetzt gleich noch mit den beiden zusammen einmal eine Runde essen, trotz müder Augen, weil wir heute Morgen schon wieder sehr früh angefangen haben zu arbeiten. Dann verabschieden wir uns in die Nachtruhe und morgen geht unser Flight von Winnipeg nach Halifax. Und am Freitag, heute ist nämlich Mittwoch, der Flug dann endlich zurück von Winnipeg nach Hause. Ich freue mich auch schon dort alle wieder zu sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es zu Etappe 2 in Kanada weitergeht, von Winnipeg nach Vancouver. Und bis dahin, denkt immer dran, always look on the right side of life. Unsere erste Nacht zurück im Defender. Wir sind gerade angekommen bei Rob und Crystal. Die haben uns ja vom Flughafen abgeholt. Und ja, wir haben kurz einen Stop bei Walmart gemacht, um noch ein bisschen was einzukaufen, damit wir morgen was zu frühstücken haben. Wir wurden jetzt am Auto natürlich schon wieder mit zwei Überraschungen überrascht. Und zwar zum einen so ein kleines Welcome-Paket, würde ich es fast nennen. Yeah, Kathi hat das auch mal einmal. Sweet. Was ist da noch drin? Zeig mal. Kevin Weiß. Das wird meine sein. Ja. Einen mega süßen kleinen Biber. Und ich glaube, das sind kleine Lämpchen, die man so, kann man mal testen. Schon wieder vergessen, wo wir hier was haben. Ach, verrückt. Krass, die machen es voll. Jetzt zwei Stück von. Dann ein Land Rover Defender Schlüsselanhänger, was super witzig ist, weil wir tatsächlich überlegt haben, uns auch einen zu holen. Sehr cool. Und natürlich super wichtig, ein Kanada-Sticker. Jo, für die Seite. Der ist auf jeden Fall ein Premium-Sticker im Vergleich zu denen, die wir sonst haben. Richtig cool. Ja, voll. Richtig voll, süß. Voll.
der bleibt auf jeden Fall uns erhalten hier. Den müssen wir uns irgendwo hinhängen. Ja. Oder hinsetzen. Der kommt dann mit uns. Ja, und das Licht da hinten, das gab es auch noch, ne? Stimmt, genau. Das ist auch richtig cool, finde ich. Gibt so ein richtig schön indirektes Licht, aber leuchtet auch voll gut aus. Also richtig, ja, richtig praktisch. Kann für USB aufladen, also ja, mega nice. Vielen Dank an Rob und Crystal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen nach über 24 Stunden wach sein und melden uns morgen wieder. Gute Nacht. Wir haben jetzt gerade den Luftfilter ersetzt und das Öl nachgefüllt und jetzt kommt der erste Start. Unruhig, aber ich denke mal, mit ein bisschen laufen lassen wird sich das schon getan haben. Das ist übrigens Maui. Ja. See you in 2 hours. Okay. Ja, so sieht das im Husky Travel Center aus, wenn man duschen geht. Ja, komm, ist doch eigentlich ganz sweet für eine Campingdusche. Wir sind jetzt frisch geduscht. Hier am Husky Travel Center haben wir den Stopp gemacht. Und bevor wir weiterfahren, buchen wir jetzt nochmal eben die Haftpflichtversicherung. Da haben wir schon im ersten Video darüber berichtet, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man sein deutsches Auto mit deutschen Kennzeichen hier in Kanada versichern möchte. Da bleibt einem eigentlich jetzt nur die Option, wie letztes Mal, Seguro Gringo. Ja, das ist eine mexikanische Autoversicherung. Hört sich ein bisschen sketchy an, aber ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht, weil sonst würden wir für jetzt den Monat oder die 3 Wochen, die wir wieder hier sind, ich glaube knapp 2000 Euro zahlen und bei Seguro Gringo zahlen wir 300 Euro. Deswegen ist das am einfachsten und das buchen wir jetzt mal. Also wir haben jetzt 114 US-Dollar bezahlt. Das sind 108 Euro. Für 30 Tage Haftpflichtversicherung. Also wenn wir irgendwas selbst am Auto anrichten, ist das nicht versichert. Und die Haftpflichtsumme, also die Deckungssumme der Versicherung, sind auch nur 200.000 US-Dollar. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, aber es ist eigentlich verdammt wenig, weil ja, sobald man irgendwie einen Menschen anfährt und der lebenslang, weiß ich nicht, ja, Reparationszahlungen bekommt, ist das verdammt wenig Geld. Oder wenn man in Brückenpfeiler reinfährt und die Brücke repariert werden muss, ist man schnell drüber. Also es ist eigentlich mehr so ein bisschen fürs Gewissen und was zu haben, wenn man angehalten wird, aber es ist ja nicht der Versicherungsschutz, wie man den in Deutschland gewohnt ist, mit über, weiß ich nicht, 5 Millionen Deckungssumme oder so. Ja. Es ist halt verpflichtend, das zu haben. Also es wäre illegal, keine Kfz-Haftpflicht zu haben, ähnlich wie in Deutschland. Nur leider gibt es hier keine besseren Alternativen. Mit einem ausländischen Fahrzeug hat man eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und am Ende des Tages, vor allem wenn man mehrfach hintereinander im Ausland reisen möchte, ist ab dem ersten Mal eh nur noch Seguro Gringo die einzige Option, weil man da wiederholt sich versichern lassen kann. Von daher müssen wir einfach hoffen, dass nichts passiert. Und immerhin sind wir jetzt nicht illegal unterwegs. Ja. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Noch nicht final von Rob und Crystal verabschiedet. Wir sind aber jetzt zumindest mal vorübergehend aufgebrochen und fahren Richtung Winnipeg.
Der erste Stopp ist das Termea. Hier waren wir vor unserer Abreise, beim letzten Mal Ende Juli tatsächlich selbst schon. Das ist eine richtig schöne Therme und wir haben uns jetzt überlegt, auch schon vor einigen Wochen, dass wir Rob und Crystal als Dankeschön dafür, dass sie so gut auf unseren Defender aufgepasst haben und ja auch vieles gemacht haben in der Zwischenzeit, wie die ersten Ölwechsel von den einzelnen Differentialen, dass wir ihnen als Dankeschön gerne mal einen Tag Erholung gönnen wollen und schenken wollen. Gerade weil es hier im Winter ja auch richtig kalt wird, denken wir, dass das eine sehr schöne Alternative ist zu dem kalten Wetter, um da was sich mal richtig schön aufzuwärmen. Genau, das heißt, René ist jetzt gerade mal reingegangen und holt einen Gutschein für die beiden und dann fahren wir auch wieder weiter. Da ist er, der Gutschein. Schön. Das Lustige ist, da steht drauf, well deserved. Da können wir noch ein Really drüber schreiben und dann mit Katja und René unterschreiben. Das ist ganz süß. Ja. Sehr schön. Gegenüber von dem Mountain Equipment Laden, wo wir jetzt gerade die Tickets noch holen für Nationalparks, ist heute dieser Feiertagsumzug zu Ehren der Kinder der First Nation gemacht. Finde ich cool, das auch mal hier so leicht zu sehen. Ja, wir haben jetzt gerade in diesem Mountain-Laden unseren Pass geholt für die Nationalparks und ich habe mir ein paar totschicke Hosenträger gegönnt. Kathi ist auch ein riesen Fan davon. Dreh dich mal um. Zeig mal ein, wie schön du aussiehst. Ich bin auf jeden Fall entspannter als ein Gürtel, weil der klemmt nur so die Hüfte ein und ja, so wird die Hose schön hochgeholt. Kann die Plauze noch dicker werden, die Hose rutscht trotzdem nicht runter. Das hier ist übrigens von Parks Canada die Broschüre und wir haben es jetzt hier schon befestigt, man sieht relativ schlecht. Das ist quasi unser Ticket, womit wir in jeden Nationalpark, der teilnimmt, und das sind eigentlich fast alle, kostenlosen Eintritt haben. Parkgebühren müssen wir leider trotzdem noch zahlen, aber es lohnt sich trotzdem dicke. Und die Dame war super nett, die hat uns noch den Tipp gegeben, dass wenn wir einen Family Pass nehmen. Wenn wir einen Family Pass nehmen, ist es sogar günstiger. Das heißt, wir haben jetzt, ich glaube, vielleicht 5 bis 10 Dollar gespart oder so. Jetzt können wir theoretisch mit 7 Leuten in die verschiedenen Nationalparks einreisen. Ja. Und einem so Auto Leute wird ein bisschen eng. Passen da eh nicht rein, aber falls wir mal Leute mit aufgabeln, können wir theoretisch auch mit rein. Nachdem wir unsere Vorräte wieder aufgefüllt haben, haben Rob und Crystal uns noch zum Essen und einem letzten gemeinsamen Abend im Feuer eingeladen. Am nächsten Morgen mussten wir aber leider wirklich auf Wiedersehen sagen, denn unser nächstes Ziel sind die Rocky Mountains und von denen trennen uns noch knapp 1400 Kilometer, also 2 Fahrtage. Vielen Dank Rob und Crystal für eure außergewöhnliche Gastfreundschaft. Ihr wart die besten Wegbegleiter, die wir uns für die Obhut unseres Defenders und uns hätten wünschen können. An alle anderen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Über ein Like unter dem Video und ein Abo unseres Kanals freuen wir uns sehr. Wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs. Kathi ist gefahren. Wie ein Autofahrengel. Und jetzt gibt's erstmal Bagel. Und hat das Handy überlebt? Yes, alles. Yes, alle. Es hatte nur 30%. Ja, Dankeschön. Wir haben jetzt die ersten 650 Kilometer über die Bühne gebracht. Die ersten 70 Liter Diesel um die Ecke gebracht. Heute war auf jeden Fall ein Fahrtag, so wie wir es ja auch geplant hatten. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen durch. Wir werden es nicht ganz bis Banff schaffen, aber es sind auch, ich glaube, 1400 Kilometer. Das wäre ein bisschen krass. Aber wir schauen, dass wir so weit fahren, dass wir morgen noch 4 Stunden vor uns haben. Und dann können wir einen halben Tag tatsächlich in Banff verbringen. Yeah,
So, wir haben unseren Schlafspot gefunden, hier an so einem kleinen See, direkt neben dem Trans-Canadian Highway. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft. Insgesamt sind es von Winnipeg nach Banff ca. 1400 Kilometer. Das heißt, morgen nur noch 6 Stunden Autofahrt, hey. Und dann sind auch schon unsere ersten 2 Fahrtage vorbei. Wir sagen gute Nacht und sehen uns morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr. René ist heute früh um 2 Uhr aufgestanden und hat dann erstmal 2 Stunden gearbeitet. Montagsbriefing und ein paar andere Termine standen für ihn an. Ich habe währenddessen richtig gut geschnorchelt. Wir sind ja gestern echt einige Zeit unterwegs gewesen. Und jetzt schaut mal, was wir uns für einen schönen Spot hier gesnackt haben. Direkt in der Nähe von der Autobahn, die man aber eigentlich kaum hört. Wir stehen hier auf so einem Feld. Mit so schönen Heuballen und dann direkt im Sonnenaufgang auf dem See. Super schön. Da hinten irgendwo ist die Autobahn. Man sieht es wahrscheinlich kaum. Und wir sind hier im Endeffekt ziemlich alleine, weit und breit. Kein Mensch. Sieht auch so richtig schön aus. Wie die Sonne hier über den Grashalm, die so richtig zum Leuchten bringt, die sind richtig Gold. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Na, warst du heute früh schon fleißig? Wir haben jetzt 7:30 Uhr. Wir sind 2 Sachen fertig geworden, die wir heute Morgen, heute Nacht besprochen haben. Also das ist auch das Lustige an dieser Zeitverschiebung, dass du teilweise aufwachst und es ja bei uns dann schon fast Feierabend ist. Und halt die Ergebnisse auf sich warten lassen. Ne? Also gibt auch coole Dinge dabei. Und ich glaube, wir frühstücken jetzt und dann kann es weitergehen. Kurzer Zwischenstopp in Brooks, kurz vor Banff, gibt unsere Leibspeise beim Campen und Fahren, und zwar Burger, das ist jetzt einfach zubereitet. Danach geht es noch, ich glaube, 2,5 Stunden weiter und dann sind wir auch schon in Banff. Und auch für Nachtisch ist gesorgt, weil Rob und Crystal uns noch so ganz leckeren Apfelkuchen mitgegeben haben. Slow down, there's nothing to get you, can always turn it around. I shouldn't have met you, I only let you down. All night, in your bedroom, my thoughts were thinking loud. Oh, I shouldn't have met you, I shouldn't have left you. Jetzt gerade am Campingplatz angekommen. Ich glaube, von Nebensaison kann hier keine Rede sein.
So, wir sind mittlerweile im Banff National Park angekommen und waren heute auch schon ganz kurz in Banff der Stadt, aber nur für ein paar Einkäufe. Und wir haben jetzt unseren ersten Campingplatz erreicht, und zwar das Tunnel Mountain Village Nummer 2, scheint 2 zu geben. Es ist tatsächlich immer noch relativ voll hier, obwohl wir denken oder dachten, es wäre jetzt so langsam Ende der Saison. Ich glaube aber, es liegt daran, dass es der einzige Campingplatz ist, der jetzt aktuell überhaupt noch geöffnet ist. Und alle anderen sind eigentlich schon geschlossen. Und wir haben jetzt erstmal natürlich die heiße Dusche genossen. Und René ist gerade dabei, im Hintergrund schon mal ein Feuerchen vorzubereiten. Bisher ist es echt ganz nett hier. So langsam wird es dunkel. Und wir freuen uns natürlich auch darauf, morgen dann auch Banff und die Umgebung auszuprobieren. The sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing. Wir sind heute schon relativ früh aufgestanden. Wir haben uns ein bisschen Frühstück gemacht. Es gab French Toast. Und dann haben wir uns schön warm eingepackt. Sieht man jetzt nicht mehr, weil es schon ein bisschen wärmer geworden ist unterwegs. Aber wir haben uns aufgemacht auf unsere erste kleine Wanderung entlang des Hudos Trails. Der führt nämlich vom Campground genau Richtung Banff in die Stadt hinein. Und wir haben jetzt schon einen ziemlich schönen Spot gefunden, wie ich finde. Ja, und in Banff oder Banff, da wollen wir uns jetzt mal als allererstes Bärenspray kaufen. Weil allein diese kleine Wanderung vom Campground runter, die ist, ich will nicht sagen beängstigend, aber man würde sich auf jeden Fall sicherer fühlen, wenn man diese große Kartusche, das ist ja eigentlich nur Pfefferspray, mit am Gürtel hat. Ja, deswegen verweilen wir jetzt gar nicht zu lange hier, sondern brechen direkt wieder auf. Besser ist das. Vor allem, weil viele von euch das sicherlich auch mitbekommen haben, in den Nachrichten gab es ja tatsächlich vor ein, zwei Tagen einen Bärenangriff, bei dem tatsächlich ein Paar umgekommen ist. Ein Grizzlybär hat die beiden hier auch im Banff National Park angegriffen und zumindest so doll verletzt, dass sie nicht überlebt haben. Demnach werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein Spray holen. Ja. Dazu muss man aber sagen, dass die tatsächlich auch im Nationalpark gecampt haben. Das heißt, die haben 17 Uhr ihr Lager aufgeschlagen und um 20 Uhr haben die sozusagen diese Bärenattacke per GPS gemeldet. Weil die aber so weit im Nationalpark waren und das Wetter schlecht war, hat die Rettungstruppe über 5 Stunden gebraucht. Die waren erst um 1 Uhr nachts da. Also wenn man tagsüber unterwegs ist und nicht abends in der Dämmerung, dann ist das Risiko wirklich schwindend gering. Vor allem passieren solche Sachen eigentlich nur einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Wir wollen jetzt hier gar keine Angst schüren. Aber nichtsdestotrotz, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, auf geht's. Also Banff, da kann man ja nichts anderes sagen. Ist wirklich schön gelegen. Der Bow River? Das ist die Bow River Falls. So, wir haben, ich glaube, den schlimmsten Teil überlebt. Nicht vom Bären gefressen worden. Genau. Obwohl wir doch echt ein bisschen Respekt davor hatten. Zum Teil war der Weg dann doch etwas, ja, dichter bewachsen. Jetzt waren wir gerade bei den Bowfells und laufen jetzt hier noch so ein bisschen Landstraße entlang bis nach Banff rein. Ich glaube, hier ist das Risiko relativ gering, gefressen zu werden. Hier wird man eher vom Auto überfahren. Genau. Your horizon. Well, your mind is a space that creates a horizon. Yeah, your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? So, ich habe uns jetzt gerade für den Rückweg 2 Bustickets geholt. $2 pro Person, one way. Kann man hier überall durch die Stadt fahren, finde ich eigentlich ein ziemlich fairer Preis. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Bus kommt. All of the world inside.
wieder. Auto ist noch da, so wie wir es verlassen haben. Kommen heute Abend auch wieder zurück, aber jetzt machen wir noch eine kleine Detour. So, wer aufgepasst hat, weiß ja, dass wir einen Ölwechsel gemacht haben. Und deswegen checken wir jetzt noch meinen aktuellen Ölstand nach den ersten 1500 Kilometern hier in Kanada. Immer sauber gemacht. Und das sieht super aus. Voll bis oben hin, so soll es sein. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenke uns doch gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Es kostet nichts und hilft uns sehr. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ziemlich viel geschlafen, sind trotzdem relativ früh aufgewacht, um 7 Uhr und haben dann erstmal geduscht, gefrühstückt, uns ein bisschen Proviant geschmiert und jetzt sind wir kurz davor, den Campingplatz zu verlassen. Wir waren jetzt 2 Nächte hier und es war echt sehr schön. Jetzt ist aber Zeit, weiter den Banff National Park zu erkunden. Und zwar fahren wir heute erstmal Richtung Johnston Canyon als allererstes. Aber super wichtig, füllen wir jetzt mal unsere Wassertanks auf und leeren unser Grauwasser aus. René ist gerade schon dabei und tauscht hier hinten den Tank aus. Und er scheint voll zu sein. Ein nächster Tag, ein neuer Standort. Heute geht es für uns erstmal Richtung Johnston Canyon. Da werden wir eine Weile wandern. Und danach fahren wir nach Lake Louise und hoffen, dass wir da auch ein Campground bekommen. Weil es ist nämlich nicht so wie jetzt bei dem in Banff, dass es schon allein problematisch ist, dass der vielleicht überhaupt nicht geöffnet hat, weil wir ja schon so spät im Jahr haben, sondern dass man da auch nicht reservieren kann, sondern das Ganze auf First Come, First Serve Basis funktioniert. Also drückt uns mal die Daumen, dass wir den Platz bekommen und da heute Abend nächtigen können. Snacks. Oh Gott, ich hab Angst vor dem. So, Kathi hat gerade gedacht, man muss hier zahlen, weil so viele Leute stehen. Aber die stehen tatsächlich alle für die Toilette an. Hier können wir einmal kurz ein Mysterium auflösen. Kathi und ich haben sich beim letzten Kanada-Aufenthalt die ganze Zeit gefragt, wieso die Autos hier so ein Kabel vorne raushängen haben. Wirklich fast alle kanadischen Autos. Der Grund ist der, im Winter ist es ja so kalt, dass die tatsächlich das Auto anschließen müssen über diesen Stecker an ihren Hausstrom. Und in dem Auto ist dann immer ein Wärme, so eine Wärmematte oder Wärmetauscher.
der hat dafür sorgt, dass der Motor nicht oder das Öl nicht einfriert, weil sonst könnten die am nächsten Tag nicht starten. Also wenn die bei der Arbeit ankommen, ist das Pflicht, sozusagen den Wagen anzustecken. Oder wenn die zu Hause abends ankommen, dafür hängt dieser Stecker raus. Jetzt braucht ihr euch das nicht mehr fragen. When the sleep won't come. Wir wollen zu dem Upper Falls. Ja. Wir laufen bis hier hinten hoch und dann gibt es hier noch so einen Weg im Bergfang, quasi so einen Rundweg. Sieht man häufiger, dass die so nach oben wachsen. Also nach oben wachsen Bäume ja in den meisten Fällen, aber ihr wisst, was ich meine. So schräg nach oben. Your silhouette in the summer sky. But this is only a matter. You can only get better. You can only get better. And this is only a matter. It can only get better. It can only get better. Wir sind jetzt gerade in Johnson Canyon bei den Upper Falls, haben es also geschafft. Turn your sorrow and burn every piece of it. Altbewährter Travel-Tipp, wenn man mit geringem Reisebudget reist. Brote vorab schmieren und nicht 10 Dollar zahlen, wenn man unten im Park ist. So, hier ist jetzt der Wendepunkt der Wanderung. Ab hier geht es nur noch runter Richtung Parkplatz. Und ich muss echt sagen, das ist eine sehr empfehlenswerte Wanderung für Leute, die so ein bisschen lauffaul sind wie ich. Man kriegt in ziemlich kompakter Zeit ziemlich viel geboten. Also Johnson Canyon mit seinen ganzen Falls, absolut empfehlenswert. Action. Kanada hat die schöne Natur, aber ein bisschen deutsches Kulturgut hat es trotzdem hingeschafft. Jetzt geht's als nächstes zu Lake Louise. So, eine ganz coole Sache. Wir sind jetzt hier am nächsten Campground angekommen. Der ist allerdings mit Self-Check-In. Das bedeutet, hier sitzt keiner im Häuschen, so wie bei dem Platz die letzten Tage, sondern man hat hier diese drei einfachen Regeln. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Take a self-registration envelope, occupy a vacant campsite, fill up envelope and return here to deposit it. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier so ein Zettelchen raus, füllen das aus, werfen das ein und dann war es das für uns, dann können wir hier campen. Hier sieht man auch noch mal ganz gut die Preise, elektrisch, ohne elektrisch und wenn man noch ein Fire Permit haben möchte, gibt es noch mal extra Cash. Hier direkt der Hinweis, dass Kühlboxen nicht bärensicher sind. Ich war froh, dass ich nicht dabei war, als die Kühlbox geöffnet wurde. Conversation in my life feels so vacant. Guten Morgen, heute wollen wir uns Lake Louise anschauen. Das ist ein ganz bekannter See hier in Kanada. Und dafür sind wir mit einem Shuttle von einem Parkplatz weiter unten in der Stadt hier hochgefahren. Denn seit diesem Jahr darf man mit dem eigenen Auto nicht mehr hier hochfahren. Aber die haben das sehr schön gelöst, ganz unkompliziert. Alle 10 Minuten fährt ein Shuttle von morgens bis abends. Ticket am besten vorab rufen, weil die relativ häufig ausverkauft sind. Wir hatten auch die Situation, dass wir eigentlich nur noch jetzt um 9 bis 10 sozusagen einen Slot bekommen haben, mit dem man dann alle 10 Minuten sein eigenes Shuttle nehmen kann. Ja, jetzt warte ich noch eben auf Kathi, die ist immer wieder auf Toilette und dann geht's nach oben zu Lake Louise. I'm worried that you don't miss me too. I'm worried that I'll never find someone to replace you. And I've heard you're with someone else. Wir haben jetzt gerade unseren ersten Zwischenstopp gemacht. Am ersten Teehaus hier auf der Wanderstrecke. Das kommt so nach 3,1 Kilometer Strecke. Und das ist auch ein Wendepunkt für viele Leute. Die brechen hier die Wanderung ab, düsen dann den gleichen Weg wieder zurück. Aber nicht mit uns. Ich habe Kathi motiviert, dass wir noch weiterlaufen.
Ja, natürlich hat Kathi mich motiviert. Das ist übrigens das Lake Agnes Tea House. Hier ist jetzt gerade alles noch im Schatten, deswegen ist es ziemlich kalt. Aber ich glaube, sobald die Sonne hier rauskommt, ist es hier richtig, richtig schön. Ja, hier liegt sogar Schnee mittlerweile. Also wir sind so hoch, dass wir diese Schneegrenze überschritten haben. Deswegen schnell weiter. Now my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between a sad reality. No, I'm patient. Wie lange muss ich mich noch quälen? Quälen? Das ist doch hier eine wahnsinnig tolle Outdoor-Angelegenheit. Es sind jetzt noch 2,7 Kilometer. Und wir müssen irgendwo da oben hin. Anstrengend. Aber lohnt sich. Wir haben schön, echt super, ne? Wetter, ist nicht zu heiß. Also sieht man gut von außen gekühlt. Und wie ihr seht, Ausblick ist traumhaft. Auch ganz in Ordnung. Traumhaft. Den letzten Metern geht es hier echt noch ziemlich hoch. Aber laut die Leute, die uns gerade entgegengekommen sind, brauchen wir circa noch 20 Minuten. Ich würde schätzen, noch so circa 100 Höhenmeter. Und dann haben wir es endlich geschafft. Und René ist auch schon an der Grenze seiner Motivation. Hast du noch Lust? Ich hab nicht gewartet, weil es so schnell war, dass ich dich nicht ausgeruht. Genau. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Wasserfall als Weg. Aber machbar. Na? Was haben wir denn da? Wir haben die Presshütte erreicht. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Und ich bin auf jeden Fall schon ziemlich platt. Meine Beine spüre ich auch schon ziemlich doll. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und wir haben oben gelernt, dass dieses Teehaus tatsächlich nur noch bis Montag geöffnet ist. Das heißt, die scheinen jetzt auch dann für die Saison zu schließen. Und normalerweise ist wohl zu dieser Jahreszeit auch schon alles voller Schnee da oben. Das heißt, wir hatten echt Glück und hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Also sehr empfehlenswert. Und wir haben so ein kleines Angebot. Wer einen Müllsack mit runter transportiert, der kriegt einen Tee umsonst. Das haben wir leider erst zu spät gesehen, aber den Müllsack haben wir jetzt trotzdem mitgenommen. Genau. So. Und da in der Ferne sehen wir auch schon wieder den Lake Louise. Jetzt müssen wir nur noch einmal komplett rumlaufen. Aber dann haben wir es bald auch schon geschafft. Bald geschafft. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Es hat heute Nacht tatsächlich gefroren und wir müssen unseren Schlafplatz hier auf dem Campground verlassen. Nicht nur, weil wir es zeitlich müssen, sondern auch, weil gerade ein Ranger vorbeikam und sagt, hey, ihr habt ja Zeltstoff und Zeltstoffe sind hier leider nicht erlaubt wegen Bärenattacken. Das heißt, wir machen uns jetzt mal schnell auf die Socken für ein Frühstücksplätzchen und dann geht's weiter Richtung Glacier National Park. Ja, mal eben anwerfen war nix. Die Batterie war so leer, dass wir die jetzt noch ziemlich lange hätten laden müssen. Aber Paul und Nicole aus Deutschland haben unser Leid gehört mit dem nicht startenden Motor und haben wir eben fix überbrückt. Vielen Dank euch zwei.
so. Richtig großes Ding, ey. An diesem Campground ist anscheinend wieder Self-Registration. Kathi organisiert uns gerade das Form, was wir ausfüllen müssen. Und dann können wir unseren Stellplatz beziehen. So, ich wollte einfach mal kurz festhalten, wie verdammt schön hier die Campingplätze sind. Die sind wirklich direkt im Wald. Hier ist sogar ein Fluss hinter. Und jeder hat hier seine eigene Bank mit eigener Feuerstelle. Das ist der Illewit Campground, ne? Illesilleville, wir blenden es nochmal ein. Sehr schön angelegt hier, die ganze Geschichte. Guten Morgen, wir haben die Nacht im Illesilleville Campground gut verbracht und schmieren jetzt gerade die ganzen Brote und machen uns ein paar Pancakes fürs Frühstück und dann geht es auch schon auf den Trail Nummer 17 in der Hoffnung, dass wir es bis ganz oben die 1000 Höhenmeter schaffen bis zum Gletscher. Aber erst müssen wir noch ein bisschen spülen. Geschafft. 5,2 Kilometer. Und über 1000 Höhenmeter. 1150 Höhenmeter. Zwei Bagel, drei Wasserflaschen, eine Menge Nüsse und eine Fanta Soda. Später sind wir oben am Gletscher. Ist auf jeden Fall weit außerhalb meiner Komfortzone. Aber ist auch ein tolles Gefühl, das jetzt geschafft zu haben. Wir gucken uns jetzt noch die Gletscherspalten da drüben an. Zusammen mit euch und schauen mal, wie das ganz nah an so altem Eis aussieht. Close your eyes and listen. Close your eyes and listen. Oh, what a beautiful sound. Close your eyes and listen. So, wir müssen jetzt den ganzen Weg hier wieder runter. Diese ganzen Zickzacklinien, die ihr da seht. Und unser Campingplatz, wo das Auto steht, der ist da ganz unten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier direkt, wie ihr sehen und hören könnt, an einer Zugstrecke.
direkt am Colorado River. Wir sind gestern nach der Wanderung noch knapp eine Stunde gefahren in Richtung Jasper National Park, weil das unser nächstes Ziel ist. Und jetzt packen wir einmal alles zusammen. Wir haben heute Nacht wieder freigestanden, haben ein bisschen Geld gespart. Ist aber auch ein ganz schöner Platz, bis auf den Zug, der, ich glaube, alle 3-4 Stunden vorbeifährt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg und haben heute einen ganz besonderen Pass, den wir mit dem Auto passieren. Also freut euch schon mal auf die Aufnahme. Wir fahren gerade den Icefield Parkway entlang. Das ist eine super schöne Strecke zwischen dem Banff Nationalpark und dem Jasper Nationalpark, beziehungsweise eigentlich ist es quasi beides noch Nationalpark. Die Grenze der Parks liegt so in der Mitte. Und im Winter scheint es hier auch relativ schnell mal zugeschneit und vereist zu sein. Es wird nämlich, glaube ich, noch ein bisschen höher werden. Jetzt gerade sind wir beim ersten Stopp, und zwar am Bow Lake, und der ist mal wieder richtig schön türkis. Umliegende Berge, sieht richtig toll aus. Zeigen wir euch jetzt mal. So, die Wanderung von gestern hat ihren Tribut gefordert. Ja. Schauen, ob man das noch kleben kann. Falling blind through the open air. Trust the fool, you will learn somewhere. Like the last time that you chose, it chose you. Yeah, yeah. Ooh, we knew that day. So, jetzt wissen wir auch, wo der Icefields Parkway seinen Namen her hat. Das hier ist nämlich das Icefield, was ihr da hinten seht. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Sehr eindrucksvoll. Aber erstmal gibt es jetzt ein paar Nudeln. Jasper angekommen, und dadurch, dass Nini doch ein bisschen weniger Klamotten dabei hatte als gedacht, also nicht weil er blöd gepackt hat, sondern weil er seine Klamotten oben in der Dachbox drin hatte, werden wir jetzt mal waschen. Aber ich glaube, das tut sich ganz gut, weil meine ganzen warmen Unterwäsche sind auch alle dreckig, und unsere Handtücher und die Bettwäsche können es bei mir auch mal gebrauchen. Und deswegen suchen wir jetzt mal einen Laundromat, wo wir den ganzen Sack an Wäsche waschen können. Kommen in Clean Laundry. Fertig ist die Wäsche. Wir schlagen jetzt unser Lager im Waipiti Campground nähe Jasper auf. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne ein Like, folg unserem Kanal und kommentier all deine Fragen. Herzlich willkommen zurück bei The Right Side of Life.
Heute Morgen gab es zum Frühstück 3 Stunden Remote-Arbeit und leckere Pancakes von Kathi. Genau, und jetzt machen wir uns endlich auf den Weg und erkunden ein bisschen die Umgebung hier von Jasper. Als erstes schauen wir uns die Lake Edith an, ich glaube, das sind mehrere. Und dann noch den Malayan Canyon. Und Malayan Lake. Genau, und den Malayan Lake. So sieht das dann übrigens aus, wenn René mich irgendwo raussitzt. Ich darf dann zu Fuß den Rest laufen. Aber diesmal lohnt es sich. Es ist auf jeden Fall echt sehr schön hier. Find the things I just wanna sit and sing. And when I wake, I'm gonna dream. I hope life hasn't brought you down. You were right, but I too comes back around. So, wir sind zurück in Jasper. Super kleines, süßes Örtchen. Könnte man auf jeden Fall mal liegen bleiben für ein paar Wochen oder Monate. Ja, war ganz schön an dem Malayan Lake, aber Kathi hat noch einen Pulli entdeckt und da wir heute noch eine kleine Airbnb-Buchung reinbekommen haben, hat sie sich, glaube ich, gedacht, den gönne ich mir mal. Während Kathi auf Toilette war, habe ich mal eben ein bisschen Holz eingesammelt hier. Sorry, bisschen eng im Fußraum. Gut. Das sollen wir nutzen, um heute Abend Feuerchen zu machen. Das ist auch ein seltenes Erlebnis, das Feuer ist an, bevor das Hub darauf ist. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 10.10. und es ist ein neuer Fahrtag angebrochen. Passend dazu hat es angefangen zu regnen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf die Socken nach Vancouver. Das dauert voraussichtlich 2 Tage, weil wir jeden Tag 6 Stunden fahren. Also sehen wir uns da wieder. Also scheint hier eine Gegend zu sein. Fun Fact, wir sind weder in einem Nationalpark noch in einer Gegend, wo es irgendwie angekündigt wird, dass da viele Bären sind.
aber vielleicht sind gerade deswegen welche hier unterwegs. Wie glücklich bist du denn, dass wir jetzt einen Bären gesehen haben, ha? Ja, sehr glücklich. Wir sind jetzt schon anderthalb Wochen hier und ich dachte, dass man im Herbst auf jeden Fall noch mehr sieht, weil wir ja jetzt auch im Juni, so im Sommer, wo die ja gar nicht so in Fressnot sind, welche an der Straße gesehen haben. Deswegen richtig cool, dass wir heute schon welche gesehen haben. Jetzt haben wir noch was vor uns. Wir haben nämlich gehört, auf Vancouver Island soll richtig was los sein mit den Bären. Da steppt der Bär sozusagen. Komm, weiter geht's. Da steppt der Bär. Da bin ich auch echt mal gespannt, wie das auf Vancouver Island ist. Also wir fahren jetzt gerade durch eine Baustelle. Ihr habt ja gerade mitbekommen, wie ich angefahren bin. Und total irre, da stand gerade an der Seite ein Schild, wo erstmal die Baumaßnahme stand. Echt? So, da stand ja gerade ein Schild, wie lange die Baumaßnahme dauert. Das ist ja nichts Neues. Das steht ja bei uns in Deutschland auch. Aber da stand einfach drunter, was das kostet. Und das finde ich ja mal richtig interessant, dass die so transparent kommunizieren. Hör mal, so viel Steuergelder gehen jetzt für diesen Abschnitt, den wir neu asphaltieren, drauf. Aber vielleicht kann Kati mal die Baustelle zeigen. Wenn dir das Video gefällt, klicke auf den Like-Button und abonniere unseren YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und unterstützt uns sehr. Seagulls flying overhead. Voll gefuttert, zurück ins Auto. Mir ist so schlecht. Richtiges Food-Koma geholt. Also wenn ihr mal auf der Durchfahrt seid von den ganzen Nationalparks hier, Jasper und so weiter nach Vancouver, dann macht gerne mal einen Stopp bei High Five Burger. Lohnt sich auf jeden Fall, da kann man einen schönen Tag der Sünde einlegen. Ja. Okay, also wir sind jetzt nochmal bei Canadian Tire, aber wir uns eigentlich geschworen haben, diese Reise nicht nochmal dahin zu fahren, weil das war bei dem letzten Kanada-Aufenthalt somit der teuerste Punkt auf unserer Reisekostenliste. Da mussten wir aber noch viel am Auto beheben und reparieren, damit der Wagen so fährt und funktioniert, wie er soll. Deswegen haben wir uns gesagt, diesmal fahren wir nicht mehr hin, um Geld zu sparen, aber jetzt sind wir doch wieder hier, nachdem wir heute Morgen am Kamloops Lake abgehauen sind und noch ein paar weise Sprüche auf der Straße aufgegabelt haben. Wir mussten jetzt noch mal hin, weil das Relais vom Starlink kaputt ist. Also wir haben einen Knopf an der Cubbybox installiert und der bringt leider im Moment nichts mehr, weil das Relais halt defekt ist. Das heißt, man kann hier schalten, aber es passiert unten nichts. Der Strom wird nicht hergestellt. Sollte nicht allzu viel kosten und deswegen trauen wir uns jetzt doch noch mal rein. Let's go! Was hast du dir denn schon wieder so viel Zeit gelassen, hey? Ich muss mal unbedingt meine Lippen einglossen. Ah ja. Von der ganzen Heizungsluft. Die Lippen eingelossen, wer kennt das nicht? So, Mission erfolgreich. 5,50 Euro ärmer. Und damit sollte das Starlink-Problem behoben sein. About them living like it's their game.
So, vielen Dank an Philipp und Romina für den Airbnb-Gutschein, den wir heute einlösen. Mal gucken, wie das Zimmer ist. Great. You want an entirely shirtless, correct? Yeah. Perfect. Cool. Thank you. So that is your room? Uh-huh. Okay, great. Nice. Yeah, we won't be needing much. We have most of the stuff in the car. Living like it's their game. In this world, there's talkers and there's doers. Hey, we're all losers. We're in the house made of glass. Devils in the skies. Frisch geduscht und eine Stunde Mittagsschlaf später. Ich bin morgen schon wieder um 5 Uhr aufgestanden, bin zum Arbeiten. Machen wir uns auf den Weg nach Vancouver. Die erste Challenge war jetzt gerade erstmal das Auto hier vernünftig abzustellen. Also ins Parkhaus hat es logischerweise nicht gepasst. Aber auch diese Parkplätze, die man hier an der Seite sieht, ist ganz, ganz gutes Beispiel. Hier sind diese Parkautomaten, kann man fast gar nicht sagen, ne? Ticketmaschinen. Man wirft halt hier Coins ein, für jede Stunde ein, kann aber zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr immer nur 2 Stück einwerfen, also maximal 2 Stunden. Ja, wir sind jetzt 17.30 Uhr aufgebrochen. Das heißt, wir mussten irgendwie jemanden da bitten, um 18 Uhr noch was einzuwerfen für uns. Und da, wo wir heute Nacht schlafen, in dem Airbnb, ist unten eine Rezeptionistin, die war super nett und sagte, hey, sie macht das. Ich habe ihr dann die Coins hingelegt, 3 Stück, die wir noch brauchen, weil wir haben jetzt von 17.30 bis 19.30 was hingelegt, eingeschmissen. Und jetzt haben wir noch die Verlängerung durch sie bis 22 Uhr. Aber jetzt exploren wir erstmal die Stadt. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen auf Walk of Fame angelehnt. So eine Sternparade. Geduscht und sind jetzt auf dem Weg Richtung Downtown und testen mal das ein oder andere Frühstückscafé.
Und genau, dann werden wir uns ein bisschen noch hier bewegen, das ein oder andere auskundschaften und dann geht's auch schon in den Stanley Park. Eine Sache müssen wir noch mal klarstellen. Vancouver Island ist nicht ein großer Nationalpark. Vancouver Island ist einfach eine Insel vor Vancouver, wo auch der ein oder andere kleinere Nationalpark drauf ist. So, und wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Wir sind jetzt gerade auf dem Vancouver Lookout-Turm und spätestens jetzt kann man sagen, man hat Vancouver komplett gesehen, auch wenn man nur anderthalb Tage da war. Also von uns klare Empfehlung, sich das mal anzugucken. Man hat ja wirklich einen 360-Grad-Blick komplett über die Stadt. Lohnt sich sehr. So, wir haben uns jetzt gerade Fahrräder ausgeliehen. Ging blitzschnell. Aber Kathi läuft anscheinend trotzdem gern. Das ist ein Fahrrad! Na, hast du jetzt Radfahren gelernt? Wie war der Stanley Park, du kleine Hixi-Dixi? Ich hab den schlimmsten Schluck auf. Ich nicht. Oh, und ich brauche auf jeden Fall Mittagsschlaf. Ich habe sehr genossen. Ja, nee, es war echt sehr schön, fand ich. Ja. Hat sich sehr gelohnt. Ich glaube, zu Fuß ist es ein bisschen zu viel. Ich wollte gerade sagen, also dass du die Idee übernommen hast von deiner Freundin zu sagen, hey, lass uns Räder nehmen und durch den Park düsen, das war eine sehr gute Idee. Danke, Julia, an der Stelle. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo ihr die Räder herbekommt, hier sind rund um den Stanley Park verschiedenste Verleihe. Einfach mal Bicycle Rental bei Google Maps oder Apple Karten, je nachdem, was ihr für ein Menschentyp seid, welche App ihr nutzt, einfach eingeben und mal so ein Rad leihen. Genau, und wir fahren jetzt schon mal zum Terminal der BC Ferries, damit wir heute noch rübersetzen können nach Vancouver Island. Wir haben noch gut Zeit, wir fahren da jetzt eine halbe Stunde hin, müssen aber erst, dann ist 15 Uhr, wir müssen erst um 17.30 da sein. Ja. Also 2 Stunden Mittagsschlaf. Das ist gut. Na dann, du hast dich auf den Fahrersitz geschwungen, start mal los. Ja, ich muss mal hier gerade das Navi auch starten. Boah, dieser Schluck auf. Nicht fertig. Was ist denn hier los? Aber mal wieder wunderschönes Wetter. Und ja, war eigentlich Regen angesagt, ne? In the smoky light and in the rain, working through the night and through the haze, you lay it down each day with heavy eyes, just to wake again, just as tired. So, wir haben wieder
mega Glück gehabt. Und zwar haben wir eigentlich ja die Fähre für 18.30 Uhr gebucht, sind aber jetzt schon um 15 Uhr im Hafen. Und die haben gesagt, hey, pass auf, wir können einfach die um 15.30 Uhr nehmen. Was ziemlich nice ist, weil man ja eigentlich mindestens oder spätestens eine halbe Stunde vorher einchecken muss. Das heißt, wir sind jetzt wirklich gerade so auf der letzten Minute hier für diese 15.30 Uhr Fähre, die wir eigentlich auch gar nicht bekommen wollten. Aber hey, haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit, dann auf Vancouver Island uns einen guten Schlafspot zu suchen, bevor es dunkel wird. Es ist mittlerweile 6:45 abends und wir sind leider immer noch nicht auf der Fähre und auch noch nicht auf Vancouver Island. Wir wurden dann doch nochmal aus unserer Schlange herausgewunken und neu eingeordnet und wir dachten die ganze Zeit, dass wir tatsächlich noch mit der Fähre um 15.30 Uhr mit können. Die ist aber mittlerweile schon längst weg und wir stehen jetzt quasi direkt in der Pool-Position für die Fähre, die eigentlich um 18.30 Uhr gehen sollte. Die hat jetzt wiederum etwas verspätet. Und jetzt sehe ich hier gerade, wie so nach und nach die Autos aus der Fähre rausfahren und ich hoffe wirklich, dass das die nächste ist nach Vancouver Island und dass wir dann auch bald mal rübersetzen können. René hat die Zeit genutzt und fleißig schon mal hinten ein bisschen gearbeitet am Laptop und ich habe viel gelesen. Aber ja, so langsam wird es dunkel und wir können es im Grunde kaum erwarten, endlich auf die Fähre zu kommen. Und ja, also Daumen sind gedrückt, dass es jetzt gleich losgeht. So may every blossom break into the day. Wieder den tollsten Platz und zwar genau auf der Rampe. Das mag ich ja besonders gern. Fühle mich so richtig schön sicher. Kleine Zeitkapsel. Wir haben heute 410 Abonnenten. Ihr dürft uns gerne helfen, dass das mehr werden. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir die 500 knacken. Das ist der erste Meilenstein und dann die 1000. Aber wir sind auf einem guten Weg. Guten Morgen. Hey. Na? Ich will die Tür gerade nicht schließen. Schaut mal, obwohl wir hier mitten in der Nacht angekommen sind, ist es doch tatsächlich ein ganz schöner Spot. Direkt am Meer. So. Heute geht's nach Tofino mit zwei Zwischenstopps, die wir uns vorher rausgesucht haben. Ein Hole in the Wall. Nicht Wall in the Hole. Ja, ist richtig. Das ein Loch in der Wand. Das schauen wir uns mal an. Ja, auf geht's. Du fährst. Nein. Okay, na gut, dann setze ich mich dahin. Country lanes in coastal plains. Good. Endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two. Somewhere new. Da seht was. Hier ist der Rest. Whole Wall. Sportlich wie eine Eins. Bin mal gespannt.
High five. Guckt mal, das sind so riesengroße, ich glaube, Ahornblätter, die auch heute früh bei uns aufs Zelt gefallen sind, beziehungsweise auf den Zeltstoff an der Seite des Hubdaches, und die haben richtig Lärm gemacht. Und das sind richtig dicke Dinger. Also, so im Vergleich zu meiner Hand. Wenn ich meine Hand ja jetzt hinhalten könnte, aber das sind so meine Finger, ist auf jeden Fall großes Ding. Oder auch im Vergleich zu Renés Kopf. Altes iPhone 4 Scale. Nein, dein Kopf ist schöner als Vergleich. So, wir sind gerade mal wieder hier an der Bootsrampe. Das sind eigentlich die idealen Plätze, um zu kochen. Wenn man mal anhält, weil man steht immer direkt am Wasser. Und Kathi verrät uns, was es heute gibt. Es gibt kanadischen Lachs, Kartoffeln und eine eigene Quarksoße. Quarkdip, let's see. Sieht sehr gut an. Wir sind mittlerweile wieder unterwegs, immer noch auf dem Weg nach Tofino, dem Surf-Hotspot an der Westküste von Vancouver Island. Das selbstgekochte Mittagessen hat auf jeden Fall gemundet und wir schlängeln uns jetzt relativ zügig entlang einer spannenden Landstraße vorbei an Wasserfällen und unzähligen Seen. Endlich im Pacific Rim National Park angekommen, an der Westküste von Vancouver Island. Und ja, es ist ein bisschen frisch hier. Und dadurch, dass wir am Meer sind, auch recht ja, kühl, so von der Luftfeuchtigkeit her. Aber ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zu dem ersten Strand, und zwar zu dem South Beach. Das ist eine kleine, recht urige Wanderung an der Küste entlang. Und obwohl es so ein bisschen nieselt, gefällt es mir schon mal sehr gut. René ist im Auto geblieben, weil der echt müde ist. Er hat jetzt die ganze Woche eigentlich immer früh morgens immer ein Stück gearbeitet. Teilweise mehrere Meetings hintereinander, so ab 3 Uhr morgens. Heute ist er gar nicht so früh aufgestanden, aber ich kann natürlich trotzdem sehr gut verstehen, dass er sehr müde ist. Aber ich habe die Hoffnung, wenn er sich heute ein bisschen ausruht, heute ist Freitag, das heißt, am Wochenende hat er dann hoffentlich ein bisschen mehr Energie. Genau, also mal schauen, was dieser South Beach so kann. Also ein bisschen unheimlich ist es schon, hier alleine herzulaufen, aber es ist so krass, was hier zum Teil für Bäume stehen. Also das ist echt heftig. Ich könnte mich da auf jeden Fall dreimal reinsetzen. Total crazy. Also es ist echt wie so ein kleiner Urwald, alles total bewuchert und bewachsen und total schön auch naturbelassen. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Stegen einfach in der Mitte. Gibt einem so ein richtig cooles Gefühl, daher zu laufen. Schaut mal, der Baum ist auch verrückt. Der ist einfach so mehrfach ausgehöhlt. Es sieht im Grunde so aus, als würden die Wurzeln schon über der Erde anfangen. Richtig cool. So. Ich kann den Strand schon erahnen. Ist auf jeden Fall guter Wellengang. Da sind wir. Wow, und ich glaube, ich bin alleine hier. Aber sehr schön. Das war ein Erfolg, war echt super schön. Ich hatte aber auch so ein kleines bisschen Schiss vor einer Bärenbegegnung. Vor allem, weil immer mal wieder Schilder aufgehangen waren von einer Bärenmutter mit zwei Cubs, also zwei Babys, zwei Bärenbabys.
Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, am Strand zurückzulaufen. Und ja, ich glaube, das hier ist jetzt der Long Beach. Einer der längsten oder der längste Strand im Endeffekt zwischen Tofino und Ucullet oder so. Und ich habe da hinten tatsächlich auch schon, ich weiß nicht, ob man sehen kann, zwei Surfer entdeckt. Ich sehe sie jetzt gerade in der Kamera nicht. Aber ja, scheint, glaube ich, recht frisch zu sein. Von daher Props an die Surfer, dass sie sich das trauen. Das war es auch schon von meinem kleinen Solo-Ausflug. Und ich denke mal, es liegt an der Nebensaison, aber auch an dem Wetter, dass hier einfach neben uns kaum jemand ist. Schauen wir mal, was René in der Zwischenzeit gemacht hat. Wahrscheinlich geschlafen. Ja, ich habe geschlafen. Kathi aber tatsächlich auch recht schnell, nachdem wir unseren Stealth-Camping-Spot am Tofino Grice Park und Kayak Lounge bezogen haben. Ungestört haben wir eine Nacht unweit der Wild Pots verbracht, die ihr online reservieren könnt, wenn ihr eine ausgefallene Übernachtungsmöglichkeit in Tofino sucht. Wir sind jetzt gerade mal wieder bei so einem Laundromat angekommen. Das scheint echt so der Geheimtipp in Kanada zu sein, wenn man auf der Suche nach einer Dusche ist. Die Dusche war leider ausschließlich kalt, weshalb wir ein bisschen außerhalb von Tofino zum Bella Pacifica Campground gefahren sind, um dort zu duschen. So, frisch geduscht. Danke an den Campground. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber die Dame war auf jeden Fall super nett und hat uns die schön warmen Campingduschen nutzen lassen. Wir sind jetzt nochmal zurück, ein paar Minuten nach Tofino reingefahren und laufen jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend und erkunden das kleine Städtchen. Heute ist es Zeit für den Loop A. Und diesmal bin ich in Begleitung. Sieht schon cool aus hier vorne. Guck mal, kannst du ja fast im Stehen durch. So cool. Oh, da geht's. Nochmal. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenke uns doch gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Es kostet nichts und hilft uns sehr.
Weiter geht es dann nach Ucluelet, einem kleinen Städtchen südlich vom Long Beach. Wir machen nur einen kleinen Zwischenstopp und stöbern in ein paar süßen Lädchen und Secondhand-Shops und dann lassen wir den Pacific Rim auch schon hinter uns. Wir haben unseren Spot gefunden für heute Nacht. Es regnet immer noch ziemlich doll, aber vielleicht haben wir morgen Glück und es ist ein bisschen trocken. An sich aber auf jeden Fall ein ganz schöner Spot. Ich glaube, was wir jetzt machen ist, erstmal was Warmes zu essen kochen und uns dann drin gut aufwärmen. Es hat sich hier nachts teilweise fast so angehört, als würde uns jeden Moment ein reißender Fluss mitreißen. Trotzdem haben wir hier sehr gut geschlafen und am nächsten Morgen fahren wir dann weiter über die Schotterstraßen zurück Richtung Küste. Guten Morgen, immer noch von Vancouver Island. Wir sind gerade auf dem Weg nach Port Renfrew, aber weil die Straße hier so extrem huckelig ist, haben wir uns dazu entschieden, mal ein bisschen die Luft aus den Reifen zu lassen. Und dafür habe ich heute mal den Auslasshebel oder den Druckhebel festgeklebt, damit die Luft selbst entweichen kann. Und wir haben festgestellt, exakt 3 Minuten und 15 Sekunden braucht das Ganze jetzt, um von 4 Bar auf 1,5 Bar abzufallen. Ja, und ich glaube, mit dem Reifendruck sollten wir es wesentlich angenehmer haben auf der Schotterpiste hier. Ich würde sagen, vorne geht's noch einigermaßen, aber hintenrum, das ist schon echt ekelhaft. Und schaut mal, was ich gerade entdeckt habe. Unsere Schlappen sehen auch so richtig lecker aus. Naja, schauen wir mal, wie ich jetzt hier reinkomme. So, weiter geht's. Das sind dann die Momente in Kanada, wo man sich echt freut, Starlink zu haben. Weil es ist nicht das erste Mal, dass wir so ein Schild sehen, dass die nächsten, weiß ich nicht, 80, jetzt in dem Fall 56 Kilometer kein Handyempfang ist. Ja, und da freuen wir uns dann tatsächlich schon, jetzt hier in diesem Fall
Starlink zu haben. Falls ihr euch fragt, ob es an den Trails auch Toiletten gibt, ja, es gibt hier solche Plumpsklochen. Was hier aussieht wie irgendwelche Schiffstaue, sind tatsächlich Pflanzen. Man erkennt das ganz gut am Ende. Ja, das erinnert dann doch schon sehr an Algen. Aber schaut mal, wie dick die sind und wie lang die sind. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Was ist das? Das ist die Erdplattenverschiebung. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Der Botanical Beach. Ich fand es mal wieder super schön. Ziemlich mystisch, oder? Ja, bekommen vor allen Dingen 10 von 10 Punkten auf der René-Skala von wenig Laufen und viel Sehen. Gut, das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Es hat wieder angefangen zu nieseln und wir sind auch schon wieder ganz komplett. Deswegen suchen wir jetzt mal einen schönen Schlafplatz. Die Hoffnung ist, dass wir einen finden direkt am Strand. Also drückt uns gerne die Daumen. Guten Morgen erneut von Vancouver Island, genauer gesagt Port Renfrew. Und auch das gehört zur Realität des Wildcampens. Den vierten Tag Regen in Folge. Wir hatten einen sehr schönen Schlafplatz an einem Einlauf des Meeres und machen uns heute auf den Weg nach Souk. Da ist die Challenge, mal wieder unseren ganzen Müll loszuwerden, in Ruhe duschen zu gehen, vielleicht noch ein bisschen zu schneiden an einem neuen Video und uns dann auf unseren Seaplane Ride morgen vorzubereiten. Teil der Strecke, also der von Port Renfrew nach Souk, soll eigentlich total schön sein. Die Straße geht nämlich zum Teil durch den Wald, aber zum Teil auch direkt an der Küste entlang. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir trotz des Regens
doch noch den einen oder anderen schönen Ausblick erhaschen können. Aber wie René schon meinte, Highlight des Tages wird auf jeden Fall die Dusche sein. Also drückt uns die Daumen, dass wir einen guten Spot finden. Ich habe da schon was in Aussicht. Aber man weiß am Ende des Tages erst dann, wenn man davor steht, ob man dort wirklich duschen gehen kann oder eben nicht. Von daher gerne die Daumen drücken und wir nehmen euch natürlich wie immer mit. So sieht übrigens die Tankstelle in Port Renfrew aus. Bis hierhin noch völlig normal. Gezahlt wird allerdings in einem Container mit Plastikstuhl hinterm Tresen. Weit ist der Weg bis nach Souk nicht mehr. Wer uns und unseren Videos schon länger folgt, der kennt den Lifehack hier schon. In Kanada kann man kostenlos duschen in öffentlichen Schwimmbädern. Und das machen wir jetzt mal eben. So, kurzer Reality-Check. Geduscht sind wir, aber es hat 3 Dollar pro Person gekostet. Was das in Euro ist, blende ich mal ein. Und jetzt kümmern wir uns um unser Auto, weil das hat auch dringend eine Dusche nötig. Schlafplatz gefunden für heute Abend. Ja, würde ich sagen. Sieht auch sehr schön aus. Ja, ich glaube, wir drehen einfach um und fahren dann rückwärts hier so rein. Blick nach hinten, das wird schön. So machen wir. Peter Cole never felt so good. Equips me better than you ever. Mary and her wipe the tears. All they needed was someone to hear. Bitter cold never felt so good. I've been told it's a given. Good things, they come and go. Every minute I know. And to be honest, I've admit it. The only good thing that you left was a sense to know what I didn't, yeah, what I didn't need. Guten Morgen und ein herzlich willkommen zurück von uns aus Kanada. Wir sind immer noch auf Vancouver Island und es regnet auch immer noch den 4. Tag in Folge. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg nach Victoria, denn da erwartet uns eine ganz besondere Überraschung, die Kathi mir zum Geburtstag geschenkt hat. Wenn dir das Video gefällt, klicke auf den Like-Button und abonniere unseren YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und unterstützt uns sehr. In Victoria angekommen und ich kümmere mich mal um unser Starlink, weil es ist leider nicht so simpel. Ich habe es ja im Starlink-Video schon mal erklärt, es ist technisch doch, wenn man selber umbaut und nicht einfach nur aufstellt, ein bisschen mehr was dahinter steckt. Leider ist irgendwie Wasser reingekommen
Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich werde das jetzt mal alles trocknen und dann versuchen wir das Starlink nochmal zu starten und zu schauen, ob es funktioniert. Auf geht's! Das Starlink habe ich trotz spärlicher Trocknung leider vorerst nicht wieder zum Laufen bekommen. Aber allzu viel Zeit hatten wir ohnehin nicht, da unser geplanter Wasserflugzeugrundflug kurz bevorstand. So, wir sind übrigens schon eingecheckt, beziehungsweise Boarding Pass und auch Priority Boarding. Keine Ahnung, womit wir das verdient haben. Aber es ist total verrückt, das ist tatsächlich wie so ein richtiger Flughafen. Also die meisten Leute, die hier im Bereich sitzen, warten eigentlich darauf, irgendwo anders hinzufliegen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die eine Rundtour machen. Das heißt, man kann hier von Vancouver Island nach Vancouver fliegen oder, keine Ahnung, in die andere Seite von Vancouver Island. Keine Ahnung. So gern ich jetzt sagen würde, dass wir auf dem Flugzeug sind, so sehr müssen wir euch darüber informieren, dass es leider nicht geklappt hat. Und zwar wird die Tour verschoben, weil das Wetter so schlecht ist, dass bei dem letzten Rundflug gerade Gäste gekotzt haben. Und deswegen müssen wir jetzt übermorgen nochmal wiederkommen. Und morgen haben wir die Waywatching-Tour, die auch schon verschoben wurde von Donnerstag auf Mittwoch. Heute ist Dienstag. Und deswegen können wir morgen jetzt nicht die Flugtour machen. Das war gar nicht schlecht, weil Donnerstag das Wetter noch besser sein soll. Ja, und dann drückt uns mal die Daumen, dass es endlich am Donnerstag soweit ist. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt einfach mal beide Touren miteinander vertauscht. Ist von der Route natürlich nicht ideal, aber Gott sei Dank liegen die Sachen nicht ganz so mega weit auseinander. Genau, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Victoria an. In Cowichan Bay angekommen, gehen wir direkt zu Ocean Echo Ventures Whale-Watching und melden uns für unseren Ausflug an. Nach den Formalien werden wir bestens für das nasskalte Wetter ausgestattet und anschließend zum Boot geführt. Thank you.
Nachdem wir anderthalb Stunden mit dem Schlauchboot aus offenem Meer rausgefahren sind und kein einziges Tier gesehen haben, waren wir auf einmal umkreist von Walen. In jeder Himmelsrichtung gab es auf einmal etwas zu entdecken. Und als wäre das nicht genug, haben wir auf der Rückfahrt zum Hafen noch Orcas gesehen. Und kurz vor der Ankunft noch einmal Seelöwen. Wir sind zurück am Hafen. Wie könnte es anders sein? Es regnet schon wieder. Deswegen machen wir uns jetzt schnell auf den Weg nach Victoria, um diesem Regen zu entfliehen. Aber es war richtig cool. Wir haben einfach richtig, richtig viele Buckelwale gesehen. Und dann auf dem Rückweg, als wir eigentlich dachten, wir sehen nichts mehr und fahren aber nur möglichst schnell wieder zurück, hat sie extra nochmal einen Stopp gemacht, weil sie ein paar Killerwale gesehen hat. Und die waren auch richtig cool. Jetzt sind wir fast 45 Minuten später zurück als ursprünglich geplant. Also richtig, richtig cool, dass sie sich noch die Zeit genommen hat. Richtig Spaß gemacht. Ja, für die Experience auf jeden Fall 10 von 10 Sternen. Jo, und jetzt bin ich ziemlich durchgefroren. Und wir hatten irgendwie fast 5 Stunden nicht die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Definitiv ein Problem. Aber gut, wir haben es ja jetzt geschafft. So, hallo zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fähre und zwar genauer gesagt auf dem Weg nach Nanaimo. Wir machen uns nämlich jetzt wieder zurück auf den Rückweg nach Vancouver. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht auf den allerletzten Drücker unterwegs wären. Mit einem Blick aufs Navi. Check-in schließt um 12.30 Uhr. Ankunft aktuell ist 12.26 Uhr. Kriegen wir hin, oder? Das schaffen wir schon. Das denke ich auch. Drückt uns die Daumen. Bis später. Anlauf Nummer 2 für den Wasserflugzeug-Ride. Insgesamt wäre sogar schon der 3. Anlauf, aber jetzt hier in Victoria der 2. Drückt uns mal die Daumen. Das Wetter ist eigentlich ähnlich wie beim letzten Mal, vorgestern. Wir sind gespannt. Das Wetter ist leider nicht viel besser. Das heißt, der Flug wurde schon wieder storniert. Bis zum Mal. Aber ist nicht so schlimm. Wir machen es dann einfach, wenn das Wetter richtig toll ist und wir auch eine gute Aussicht haben. Im nächsten Urlaub. Genau, in Vancouver kann man das nämlich auch machen. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, machen wir das dann. Wir machen direkt zum Beginn. Genau, jetzt gibt es Frustessen wieder im Jam Café. Da waren wir ja schon, als wir in Vancouver waren. Vancouver waren. Also ja. Hier seht ihr die Flugrouten, die vom Victoria Harbour Airport aus angesteuert werden. Da wir bald zurück nach Deutschland reisen, bleibt uns die Aussicht aus der Luft aber vorerst verwehrt und wir machen uns stattdessen an die Wäsche. Bevor wir zurückreisen, ist jetzt noch einmal ein Waschtag angesagt. Das heißt, ich ziehe jetzt die ganzen Polster ab, Kathi sortiert drin schon die Wäsche, damit alles gewaschen und dann schnell getrocknet. Waschsalons gibt es in Kanada und auch hier auf Vancouver Island überall. Die Waschmaschinen kann man bedenkenlos alleine lassen und in der Zwischenzeit die umliegende Stadt erkunden. Zur Vorbereitung unseres Abflugs nach Hause und dem damit verbundenen Verstauen unseres Autos gehört aber auch eine letzte ordentliche Autowäsche dazu. Hier am Cherry Point Beach haben wir schon ein paar Tage zuvor ohne Probleme übernachtet. Dieses Mal haben wir aber völlig unerwartet von einem anderen Camper ein Lavendel-Duftsäckchen und von einem weiteren Pärchen eine super schöne Fotokarte von Vancouver Island geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank für die tollen Abschiedsgeschenke vom Verlassen der Insel. So, natürlich haben wir es pünktlich geschafft. Wir sind hier in Nanaimo im Hafen angekommen, warten jetzt noch kurz, bis es losgeht und dann verbringen wir auch schon unsere letzte Nacht in Kanada, bevor es zurückgeht. Das heißt, wenn wir heute übergesetzt haben, verstauen wir das Auto, aber dafür haben wir erstmal noch eine kleine Fahrt vor uns. We'll be right back.
So, wir sind jetzt in Surrey angekommen. Das ist eine Stadt direkt neben Vancouver. Und hier lassen wir unser Auto die nächsten 4,5 Monate ungefähr stehen, also bis März 2024. Wenn ihr euch fragt, wie wir an den Platz gekommen sind, ganz einfach, wir sind so offen gewesen wie die Leute, die uns jetzt hier aufnehmen bzw. unser Auto und haben bei Facebook geschrieben, weil das ist ja doch eine weltweite Community, diese Land Rovers. Und da gibt es auch eine Land Rover Kanada Gruppe, da haben wir einfach reingeschrieben, ein Foto von uns reingepostet, ein Foto vom Auto reingepostet, gesagt, was wir vorhaben, dann haben sich mehrere Leute gemeldet. Und wir haben uns dann logischerweise für den Standort entschieden, der dann am nächsten am Airport war und der uns am sympathischsten vorkam. Und deswegen sind wir jetzt hier und räumen das Auto aus, präparieren alles, damit in den nächsten 4 Monaten hier möglichst nichts im Auto irgendwie noch vergessen wird und schimmelt oder sowas. Und ja, dann kochen wir. Ich schneide in der Zeit noch ein bisschen. Das ist der Plan für heute Abend. So schnell sind 3 Wochen Kanada schon wieder vorbei. Wir stehen jetzt gerade am Vancouver Flughafen und warten darauf, dass in 10 Minuten das Boarding beginnt. Den Defender haben wir mal wieder bei einer Person aus der Land Rover Defender Community in Kanada verstaut und hoffen natürlich, dass er da sicher untergebracht ist, bis wir im März wiederkommen. Das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ja, voll. Also die beiden waren super lieb. Also sowohl der, mit dem wir Kontakt hatten, als auch die Dame, die das alles in Empfang genommen hat. Ja, von daher, so weit, so gut. Wir hoffen natürlich, dass auch dieses letzte Video dieses zweiten Trips aus Kanada euch gut gefallen hat. Wenn ihr die anderen noch nicht kennt, schaut euch die gerne an. Ansonsten wie immer gerne ein Like da lassen, hilft uns sehr. Ein Abo hilft uns noch mehr. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert das einfach. Und immer dran denken. Always look on the right side of life.